Fichtnolls Tür fällt komplett weg. Und die Eichenholztür, die kennen wir ja. Das mit dem Turm, wie willst du nach oben kommen? Das sag ich gleich. Deutschen Wendel. Was ist hier falsch? Oh nein, die Treppe muss weiter nach links. Muss genau eins weiter nach links. Oh nein. Schatzi, lass mal schlafen gehen. Oh nein. Okay, ich muss einiges ändern. Ich muss den ganzen Keller umbauen. Warum? Ja, geh mal hoch durchs Tor und guck mal auf die Treppe. Oh fuck. Ja, die muss eins weiter nach links. Na, ich seh's gerade. Oder eigentlich. Oder wir machen die doppelt so groß. Was ich dir sagen wollte, Ah, das würde auch gehen. Ich mach die doppelt so groß erstmal. Psst. Mal gucken, was ich denn hier hinten mache. Mit der Treppe. Komm mal her. Nee, oder? Ja. Nicht hier! Nein, sie sieht aber nicht gut aus, oder? Nee, obwohl. Machen wir mal hier hin. Hier hin. Aber platziere die von außen, bitte. Ja, doch, von hier innen passt das. Lass mich mal von außen gucken. Ja, doch. Sieht eigentlich hier sogar ganz gut aus, ja. Ja, doch, passt. Oh, ich brauche noch eine Dings. Hast du mir Fichtenholz? Ja, habe ich. Gib mal bitte. Danach gehe ich nochmal Fichtenholz holen. Wir brauchen viel Fichtenholz. Fichtenholz? Wie zum Teufel macht man denn nochmal Druckplatten? Unten links zwei. Hier. Und jetzt guck schon mal bitte. Hier, in dieser Truhe, ist das Holz drin, ne? Okay? Und okay. In dieser Truhe sind die Baumstämme drin. Und in dieser Truhe hier, in dieser Truhe hier sind die Bäumchen drin. Ja, das weiß ich schon. Gut. Hast du Glas? Nein, mache ich aber gleich. Dann kannst du hier das. Ja, mache ich sofort. Das Glas. Ich arbeite sofort daran. Ich glaube, den Turm machen wir eine Wendeltreppe hoch, oder? Ja, natürlich. Nee, eben. Achso, Moment.
Ich bin sehr unentschlossen, wie ich das hier unten machen soll. Was soll ich jetzt? Alles klar. Ich muss mir noch was einfallen lassen. Ey. Was denn? Ne, sorry, ich muss den. Ja, das hilft nichts, ne? Ich muss den Keller um 2 verbreitern. Und zwar in diese Richtung. So, markiere ich mich schon mal. Mache ich aber später. Dann müssen wir alle Kisten umräumen. Schatzin? Oh, scheiße. Du musst deine Eierfarm sofort stilllegen. Das funktioniert nicht. Mach einfach den Redstone-Motor aus. Mach einfach den Redstone-Motor aus. Weil wir müssen alles wieder auf die andere Seite räumen, damit ich hier 2 vergrößern kann. Ja, Moment. Dann können wir das. Wie baue ich ein. Aber Moment, brauche ich ja nicht, ich habe eine andere Items. Ja, aber die funktioniert ja noch. Nee. Ja, gut, dann passt die Küche hier unten auch nicht mehr. Dann kannst du gerade hochräumen. Mach ich das mal eben. Wie heißt denn der Schalter in Wirklichkeit? Welcher Schalter? Der Ding zum Umlegen. Ja, Schalter. Na, dann auf einem Schalter ist nicht. Hebel. Sorry, Hebel. Ach, ja, Hebel. Schon. LOL. Aus. So geht's. Mm-hmm.
Wenn da die Küche hinkommt, wo kommt dann die Wendeltreppe hin? Musst du wirklich unbedingt einen Turm bauen? Mhm. Willst du es nicht im eigenen Gebäude machen? Weil das passt mir eigentlich gerade hier gar nicht in den Lachs. Lass mich schlafen. Ich will mal von außen gucken, wie ein Turm aussehen würde. Ich muss mir zwar schon vorstellen. Legst du dich hin? Ja, Moment. Mein Computer ist automatisch auf 2 geschaltet. Natürlich, der Computer schaltet aber automatisch. Ja, stimmt, das ist ja wie ein Handy. Legst du dich bitte hin? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Wo passt denn dir der Turm nicht in den Kramersee? Ja, den kann ich oben gar nicht einrichten. Warum nicht? Warum nicht? Oh. Und das wird die Küche nicht hinpassen. Okay, dann würde ich sagen, mache ich eine Leiter nach oben. Oh, wieso musst du... Warte, Lass mich erstmal von außen gucken, wie die Turm aussieht. Das solltest du auch machen, das hast du nämlich noch gar nicht gemacht. Und dafür würde ich meine Hände ins Feuer legen. Okay, von außen betrachtet müssen wir noch einiges ändern. Sieht dezent scheiße aus. Der Teil geht. Nur der Teil mit der Terrasse drauf. Ja, der Teil mit der Terrasse drauf sieht schon ein bisschen komisch aus. Sollte eine Ecke gegangen. Oder tiefer, ich mach den tiefer. Aber ein Turm passt da gar nicht hin, bitte. Mach deinen Schwanzvergleich bitte mit einem anderen Gebäude. Aber nicht mit unserem Haus. Okay. Dann haben wir beide damit zu sprechen. So, das muss weg. Ah, das kann liegen bleiben. Wie voll mein Inventar schon wieder ist. Warte mal bitte noch mit dem Glas. Ich leg das Glas mal in die Truhe da drin. Ja. So. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Redstone-Motor auskriege. Hast du keinen Hebel dran gebaut? Doch, aber er hat nicht funktioniert.
Wie hat's denn gemacht? Redstone Fackel mit daneben Hebel? Nein, Redstone Fackel bepowert den, Motor? Die Redstone-Fackel bepowert den Motor. Und gleichzeitig sollte die Redstone-Fackel eigentlich ja den Block direkt darüber. Wie den Block direkt darüber. Eigentlich sollte die Redstone-Fackel ja auch gleichzeitig noch den Block direkt darüber ansteuern. Halt! Was? Nimm mal zurück, wie sieht es jetzt aus? Mit dem Haus. Hier. Ah, schon wesentlich akzeptabler. Die Frage ist, kann ich den Redstone-Motor auch mit einer Redstone-Leitung Ding machen? Ich denke mal. Wenn es mit der Fackel geht, dann auch mit einer Leitung. Sollte eigentlich. Ich denke es mal, ich hoffe es mal. Ja, weil die sagt ja, am klügsten wäre ein Hebel. Dann müsste es ja irgendwie gehen. Obwohl, Mystery ist auch so schön gesagt, man weiß es nie 100%. So, jetzt setze ich da an, repeat eine Redstone-Fackel. Dann kommt hier ein Block hin, Steinblock. Ja, Steinblock. Dann kommt hier auch Stein hin. Dann kommt hier noch eine Fackel drauf. Darüber noch ein Block und dann auf den Block der Hebel und eigentlich. Wieso mache ich es überhaupt so umständlich? Ich habe Redstone-Paste. Obwohl ich nicht verstehe.
Obwohl ich nicht verstehe, wieso es nicht das tut, was es soll. Ja, ist halt kein normales Redstone, ne? Wahrscheinlich kann ich Redstone einfach noch gar nicht richtig. Ja, da kommst du ja rein mit der Zeit. Guck mich mal an. Was soll ich denn sagen?